Naja, so lange haben wir mal so Glück am Glück. Dann haben die letzten paar Stunden auch noch. Sieht ein bisschen neuer aus als meiner. Ja. Ja, 2007. Ist schon ein paar Jahre her. Mit einem verstauchten Arm. Da war noch die alte Armbrust da. Die mit den dicken Bolzen. Die konnten wir nicht mal eben spannen. Ja, und die Hebel. Du musst ja noch mit dem Hebel gespannt werden. Das weiß ich noch ganz genau. Weiß auch noch genau, da musste der einmal runtergenommen werden und Schrauben rausnehmen, weil der einfach nicht fallen wollte. Und das ist ja heute auch noch. Also ich dachte zuerst. Ja, das ist aber noch einer von den Dicken, der ist ja so dick gewesen. Ja, auch. Ja, was willst du zu Hause hängen neben dem Kappen? Ja. Im Wintergarten. Ja. Kann man mal angucken. Dann kann man drin auch. Wir haben hier was ganz traurig. Dann ist ein echtes dafür. Wenn der jetzt mal so dünn, der wäre noch diesen Dicken. Das ist meiner auch noch. Ein Knacker. Ich will ja neun. Ach so. Das würde der erste Schütze. Ich kenne bloß dann Elia Marie. Sehen wir den nächsten. Ja, Mikrofone, du hast von anderen. Die müssen da hinten sein. Was? Locker, ne? Hallo? Die Mikrofone sind da hinter der Tür angeschlossen. Ja, hier stehen die. Oh, man. Aber Achtung! Wir begrüßen unseren Kaiser mit einem dreifachkräftigen Gut! Schaff! Gut! Schaff! Gut! Schaff! Wenn ihr dann hier seid, kommst du dann hier vorne vor? Ich kann auch hängen, ich muss hier auch den Leuten, dass ich den Kumpel alles mitnehmen. Ja, Hier ist ein Auto von Filtriert, ja, so. Und dann, dort liegt aber das Mikrofon hier für die. So, ist das laut genug oder muss das noch lauter? Ah, muss da noch ein bisschen, na, geht so, ne? Oder? Oder muss noch ein bisschen lauter? Ja.
Meine Herren. Danke, Herr. Ich danke für euer Kommen und ich denke, wir haben ein schönes Fest. Lasst mich den Weg herzlich ab. Lasst durchführen und danke schön, dass ihr da seid. Moin Peter. Moin Mölli. Wir kommen an die Fahrer, also kommen 30 Schützen. 10 Jungschützen und einfach mal ein bisschen Verstärkung und Kohle gekriegt. Die sind auch noch mit 6 Schützen angetreten. Das ist eine hervorragende Mannschaft. Ich danke für euer Kommen. Wir werden noch viel Spaß mit dem Labor und Platz dazu führen, bitte. Die Kompanie Prämator, die Königskompanie ist mit 80 Schützen angetreten, Frauen und Kinder. Wir haben richtig Bock auf diese Schützen. Das freut uns, zumal Bocki auch Bock hat, denn jetzt ist ja Jens der Erste. Danke für euer Kommen und viel Spaß. Trotz, dass unser König Wilhelm der Erste seinen Geburtstag feiert, trotzdem noch zahlreich angetreten. Das ist schön von euch, Stefan. Ich freue mich richtig auf dieses Fest. Da Willi nicht da ist, müsst ihr den Restmann machen. Vielen Dank, dass du schön für euer Dasein. Dankeschön. Das Schöne ist, wir haben ja noch ein Geburtstagskind, auch noch ein König, unser König André, der heute seinen Geburtstag aufweiert. Deswegen gibt es für uns keinen Abbruch. Danke. Ah, das ist schön. Genau, genau, richtig. Dankeschön. Platz, Kommandant, Schützenbruderschaft Reiterfeld mit Kaiser, Königin, Jugendprinz, Schülerprinz, Jugendkönig und mit 86 Mal angetreten. Oh Albert, der hat dir alles abgeholt, was da laufen kann. Vielen Dank für euer Kommen. Und du weißt ja, unser König ist von deiner Kategorie. Ja. Ein Wort, ein Mann, ein Zimmermann. Ne? Genau. Wir feiern, wir machen ein fröhliches Fest. Danke für euer Kommen. Dankeschön. Bei Fräse. Ja, dann können wir ja so rum weg. Schützenbruderschaft Bordellen Astro Biermann mit 184 Mann und Frau angetreten. Diesmal mit König, letzte Woche war er leider verhindert. Heute ist er endgültig wieder unter uns. Er hat mir vorhin gesagt, er wird sich heute das etwas kosten lassen. Das freut uns, Arnold. Danke für euer Kommen und Karl kann immer mitfeiern. Wir kennen ihn nicht anders. Danke für euer Kommen, das durchführen. Bis nachher. Danke. Schützenbruderschaft Hackel Heider mit König Luca, Königin Fenner, Jugendprinz, Schüler und
Familienprinzessin angetreten. Es darf sich 20 Leute entschuldigen wegen dem Pfingsttreff mit der Sätzchen. Das passiert immer mal. Ich danke trotzdem für euer Kommen. Euer Königspaar ist auch ja bei uns sehr bekannt und wir freuen uns für ein schönes Fest. Dankeschön, lasst durchführen. Danke. Kompanie Elte vollzählig angemeldet. Seit gestern Abend keine Verluste, Gott sei Dank. Und wir haben uns für heute Abend schon wieder richtig Bock. Das freut uns. Das ist schön, dass ihr wieder Bock habt. Der König kommt auch hier aus der Richtung. Viel Spaß. Danke. Lasst durchführen, danke. Kompanie Büffensäule mit 82,36% der Mitglieder angetreten, haben schon gestern einige Ausfälle erlitten müssen, aber wir versuchen das Beste heute zu machen mit Jens und feiern ordentlich mit. Das ist schön, dass ihr da seid, aber mit den Prozenten, da müssen wir mal ruhig wieder hinkommen. Ja, dann ist die Potenose, geht halt die Wurzel. Okay, danke für euer Kommen, das Höfchen. Viel Spaß am Fest, wir sehen danke uns. Dir, danke dir. Hallo Peter. Hey, Erwin. Kompanie Mittelesch mit jede Menge Sonnenschirme angetreten. Wir sind schon vorbereitet auf das Kinderschützenfest und ich habe mich dem anpassen müssen. Ja, schön, Erwin. Schön, dass ihr da seid. Den Spaß machen wir nachher weiter, dass wir richtig auf Bock rauskommen und Spaß haben. Danke für euer Kommen. Das wünsche ich euch. Danke. Moin Peter, die Kompanie Mitte ist mit allen Kräften und den Jüngsten der Jüngsten zum Schützenfest angetreten. Bei herrlichsten Schützenfesttemperaturen und wenn ich mir die Königskompanie so angucke, wird das ein schönes Schützenfest. Und ich freue mich, dass Bocky den Adler runtergeholt hat, weil noch so eine Meldung wie letztes Jahr wollte ich nicht hören. Nee, war schön, ne? Ja. Schön, dass ihr gemacht habt. Ich habe auch viel Spaß mit euch, denke ich mal. Wir machen richtige Party heute. Danke für euer Kommen, lasst gut hören. Mach ich, danke. Was hat
Finken, Georg. Die ist er dann noch. Eine kommt noch. Rubin? Ach Mann. Warten, wie der beschnappt wird hier. Jetzt war die in der Kutsche. Wenn die Tür aufmachen, wenn das Wasser bis zum Baumnabel steht. Die haben kein Verdeck. Nee, alle nicht. Einige ja. Die Heide mit 45 Schützen, 10 Jungschützen und ein Geburtstagskind angetreten. Dankeschön, Thomas. Und zum Nachmittagskaffee kommen wir mal ein bisschen pünktlicher. Schön, dass ihr trotzdem gekommen seid. Ich muss auf die Kinderkönig warten, der war noch nicht Gast. Ja, okay. Alles klar. Ich viel Spaß und dann geben wir nachher Gast, okay? Alles danke, klar, Thomas. Das gut schön. Amtierender Kinderkönig und neuer Kinderkönigin vollzählig zum Schützenfest in Sisteck angetreten. Wir sind leider etwas zu spät, aber die Mädels, die haben sich ein bisschen länger gedauert beim Schmücken. Ja, Clemens, ich kann das mir vorstellen, das ist nicht immer so einfach, aber trotzdem schön, dass ihr da seid. Ihr seid ja erfahren mit den Kinderkönigen, deswegen machen wir das mal richtig Party. Morgen vor allen Dingen, heute auch schon. Danke für Ihr Kommen, das durchführen. Danke.
Regiment Fischbeck, also auf mein Kommando. Zur Übergabe an den General, stillgestanden. Auch geradeaus. Herr General, ich übergebe Ihnen das Regiment Fischbeck mit 742 Schützen und Musikzügen angetreten und wir freuen uns alle auf ein schönes Fest mit unserem neuen König. Herr Oberst, ich danke Ihnen bei so einem Wetter, also es wird jetzt wieder schön. Wir haben gleich einen schönen Marsch vor uns. Mit Bocki dann heute Abend in den Saal zu rocken, da, das werden wir schaffen. Danke Ihnen, lass uns hören. Danke, Marin. Liebe Fischbeck, hört euch!
Schwestern, liebe Schützenbrüder, Majestäten, Kaiser, Adjutanten und Ehrenmitglieder, sehr geehrter Herr Bürgermeister Gerd Meyer, liebe Fischbäckerinnen und Fischbäcker, verehrte Festteilnehmer, unser Vorstand möchte Sie hier auf dem Rathausplatz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Wir haben uns heute hier bei bestem Fischbäcker Wetter zur Intronisierung des neuen Schützenkönigs versammelt und um das Volks- und Schützenfest Pfingsten bei den Tannen im 68. Jahr der Vereinsgeschichte zu feiern. Verehrte Gäste, liebe Schützen, bevor ich mit den Begrüßungen fortfahre, möchte ich zunächst allen ein schönes Pfingstfest wünschen. Begrüßen und ein herzliches Willkommen den kirchlichen Vertretern, Herrn Pfarrer Hermann Josef Lücker von der katholischen Kirche, sowie Herr Pfarrer Carsten Hill und Frau Pfarrerin Andrea Helden-Fedre. Begrüßen möchten wir auch den Reporter von der Oldenburgischen Volkszeitung, Herrn Heinzel. Begrüßen möchten wir auch das Kamerateam um Christian Kühling sowie Kameraassistent Philipp Pohlmann. Beide werden ausführlich und umfassend von der Proklamation hier vor dem Rathaus in einer Live-Schaltung in St. Benedikt-Stift übertragen. Vielen Dank für euer Engagement im Förderverein. In diesem Zusammenhang begrüße ich auch die Bewohner in St. Benedikt-Stift sowie deren Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Fernsehgerät. Weiterhin möchte ich auch unsere befreundeten Schützenvereine aus Rechterfeld, Hackstedt-Halter und Nordöllen-Astrup mit ihren Präsidenten, Generälen, Majestäten und Gemeindekönig Johannes Scheele begrüßen und willkommen heißen. Wir freuen uns, dass ihr alljährlich mit so einer großen Abordnung unseren Festumzug verschönert und mit uns zusammen Schützenfest feiert. Was wäre ein Schützenfest ohne Musikanten? Ich begrüße den Musikverein Rechterfeld mit ihrem Dirigentin Tina Niemann sowie das Blasorchester Ellenstedt mit dem Dirigenten Henning Suhrmann, die im Umzug sowie im Festzelt für einen guten Ton sorgen. Aus Wildeshausen möchte ich den Spielmannszug sowie die Beat- und Brassband mit ihrem Tambourmajor Jens Hoffmann begrüßen und willkommen heißen. Vergessen möchte ich auch nicht den Musikverein Fisbeck mit ihrem Dirigenten Johannes Kühling und den Spielmannszug Fisbeck mit ihrem Tambourmajor Markus Louis Lampe zu begrüßen. Wir Schützen und alle Anwesenden möchten uns bei euch bedanken für die schöne Marschmusik, für den großen Zapfenstreich am Freitagabend, für die musikalische Begleitung am ökumenischen Gottesdienst, sowie am Samstag auf der Wiese oder am Sonntag und Montag im Festfeld. Vielen Dank den Verantwortlichen für euer Engagement. Für uns Schützen und Gäste an der Straße ist die Teilnahme des Reitervereins und des Reiterfanfarenkorps Fisbeck sowie des Ponyclubs Ellenstedt mit ihren vielen Kutschen, Pferde und Reitern am Umzug eine Augenweide. Viele Stunden verbringt ihr damit, eure Kutschen und Pferde für unser Schützenfest herauszuputzen. Und dafür sind wir sehr dankbar. In diesem Zusammenhang begrüße ich den Reiterverein und den Reiterfanfarenkorps Fisbeck mit ihren Vorsitzenden sowie alle Kutschenfahrer. Begrüßen und bedanken möchten wir uns auch bei der Polizei und der Feuerwehr, die in ihrer Freizeit dafür sorgen, dass wir das ganze Pfingstwochenende sicher ans Ziel kommen. Aus unseren eigenen Reihen möchte ich unser Nordkönigspaar André der Erste Schädel und Bianca, die Strahlende, sowie unser Kinderkönigspaar Mathis Kuhlmann und Amelie Meyer herzlich begrüßen. Ein herzliches Willkommen unseren Ehrenpräsidenten und Ehrengemeindepokalvorsitzenden Josef Feldhaus. Begrüßen möchten wir auch in den Reihen der Fahnener Schützen einige Mitglieder von der 42. Kompanie Lönsberg aus Lohne. Euch ein herzliches Willkommen hier. Zu guter Letzt begrüße ich alle Kompanien aus unserem Regiment mit ihren Kompanieführern, Vorständen und die neue Königskompanie Bremer Tor mit ihrem Königspaar Jens und Nathalie Bocklage, sowie die neue und alte Kinderkönigskompanie Rügenbühl mit ihrer neuen Kinderkönigin Marie-Caroline Ansmann. Herzlich willkommen hier. Zum Auftakt unseres großen Volks- und Schützenfest Pfingsten bei den Tannen
wurden wir am vergangenen Freitag in der Gemeinde zum Kommers ins Rathaus eingeladen. Nach den Begrüßungsreden und einem kleinen Umtrunk überreichte unser Bürgermeister den Majestäten der vier Fisbecker Schützenvereine und Bruderschaften Blumensträuße und den Gemeindeorden an unsere amtierenden Majestäten. Danach durften alle Anwesenden sich ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen. Lieber Gerd, für die Einladung und die netten Worte auf den Kommers möchten wir uns bei dir bedanken. Im Anschluss daran hatte unser Königspaar André der Erste Scheele und Bianca die Strahlende zur königlichen Residenz an der Mozartstraße zum Abschlussständchen eingeladen. Bei bestem Wetter und guter Laune wurde André der Königsorden überreicht. Danach wurde traditionell der große Zapfenstreich gespielt, der zu Ehren der scheidenden Majestäten durchgeführt wird und gleichzeitig einen würdevollen Abschluss in ihre Regentschaft abgibt. Es war wirklich ein gelungener Abend. Schönen Dank. Wir wollen Mutter Bianca und André den Hofstaat sowie bei der Kompanie Höge bedanken, dass sie dann im Jahr die zahlreichen Anlässe unserem Verein vorbildlich vertreten haben. Einen großen Dank möchte ich auch den Kompaniechef Stefan Stülmer und allen Schützenschwestern und Schützenbrüdern aus der Kompanie Höge aussprechen, die schon die ganze Woche für unser Schützenfest am Rüsten sind. Vereinsarbeit hat schon immer die Unterstützung von Sponsoren und Gönnern benötigt. Dennoch ist es nicht selbstverständlich, in diesem Bereich Unterstützung zu finden. Der Schützenverein schätzt sich daher sehr glücklich, dass unsere Firmen in Fisbeck und näheren Umgebung und Privatpersonen derartiges leistet. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen Mitbürgern der Gemeinde Fisbeck und den 11 Kompanien bedanken, die auch in diesem Jahr wieder ihre Häuser, Gärten, Straßen sowie den Appell- und Aufmarschplatz mit Fahnen und Girlanden geschmückt haben und so für einen würdigen Rahmen des Schützenfestes beigetragen haben. Der Vorstand lädt nun alle Fisbecker, alle befreundeten Vereine, besonders unsere Jugend- und Neubürger, sowie die Bürger unserer Nachbarorte ein, um mit uns und unserem Königspaar ein harmonisches, unvergessliches Volks- und Schützenfest Pfingsten bei den Tannen zu feiern. Feiern Sie mit uns Schützenfest, schieben Sie für ein paar schöne Stunden die Sorgen des Alltags zur Seite und tragen Sie dazu bei, eine gute alte Tradition zu bewahren. Diejenigen Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Schützen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am diesjährigen Schützenfest teilnehmen können, wünsche ich eine baldige Genesung, in der Hoffnung, Sie beim nächsten Schützenfest wieder begrüßen zu können. Bevor wir gleich zur Proklamation des neuen Königs kommen, möchte ich um ein Grußwort unseres Bürgermeisters Gerd Meyer sowie der Vertreter unserer beiden Kirchengemeinden bitten. Schützenschwestern, Schützenbrüder, liebe Fisbeckerinnen und Fisbecker, verehrte Gäste aus nah und fern, ich darf Sie hier im Namen von Rat und Verwaltung aufs Herzlichste begrüßen und freue mich, dass die Schützenfamilie wieder in dieser beträchtlichen Anzahl hier angetreten ist. In diesem Zusammenhang möchte ich allen danken, die den Ort so herrlich geschmückt haben, die die Beete und Anlagen gepflegt und für ein schönes, sicheres und friedliches Schützenfest sorgen. Pfingsten bei den Tannen, ein herausragendes Fest im Veranstaltungskalender der Gemeinde Fisbeck und das ist gut so. Verehrte Gäste, der Kommers am Freitagabend, eine wirklich beeindruckende Veranstaltung zum Abschluss der Regentschaft. Ein herzliches Dankeschön an André und Bianca Scheele, ihrem Hofstaat und der Kompanie für die Aufnahme und intensive Bewirtung. Alles passte, dafür danke. In diesem Jahr möchte ich besonders Danke sagen an die Spielmanns- und Musikzüge, an den Reiter von Fahnen, Chor und an unsere Musikvereine für die Begleitung unserer Feste und Veranstaltungen und die damit verbundene Freude. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, Musik macht glücklich.
Warum ist das so? Google sagt dazu, beim Musikmachen, aber auch beim Hören, vollbringt das Gehirn Höchstleistung. Außerdem werden beim Musikhören verschiedenste Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet. Besonders, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, schüttet der Körper ein Bindungshormon aus. Das stärkt unsere Verbindung zu anderen. Und damit sind wir natürlich wieder beim Miteinander und bei der Geselligkeit, die unser Schützenwesen hier so prägen. Schauen wir mal, was der heutige Tag uns so bringt. Alles ist gut vorbereitet. Jetzt liegt es an uns. Das gestrige Königsschießen hat den gewünschten Erfolg gebracht und für Begeisterung auf allen Seiten gesorgt. Sie strahlen heute noch. Dem neuen Königspaar Jens und Nicole Bocklage sowie dem gesamten Hofstaat eine tolle Regentschaft und uns und Natalie Bocklage sowie dem gesamten Hofstaat und eine tolle Regentschaft und uns allen viel Spaß. Die Geselligkeit ruft. Danke für eure Aufmerksamkeit. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, verehrte Gäste, Freude und Fröhlichkeit stehen über diesen Tagen des Schützenfestes hier bei uns in Visbek. Freude darüber, dass das Wetter doch immer noch wieder auflockert und die Sonne immer wieder durchbricht, wenn wir es denn brauchen. Freude darüber, dass der Schützenverein und die Bevölkerung ja auch strahlen, weil es gestern gelungen ist, einen neuen Schützenkönig auszuschießen. Herzlichen Glückwunsch! Im Namen der katholischen und der evangelischen Kirche möchte ich Ihnen allen die besten Glück- und Segenswünsche zum diesjährigen Schützenfest aussprechen. Schützenfest feiern heißt immer miteinander feiern. Und miteinander feiern und fröhlich sein heißt auch Toleranz zu üben gegen jedermann. Das heißt, alle sind wirklich auf dem Schützenfest herzlich willkommen. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, kirchlicherseits geht es am Pfingsten natürlich immer um den Heiligen Geist. Das hatten wir gestern schon im Gottesdienst. Und der Heilige Geist, der weht ja bekanntlich, wo er will. Eines ist mir dazu noch untergekommen. Ein Pfarrer geht ganz allein durch die Steppe. Plötzlich kommen drei Löwen auf ihn zugerannt und wollen ihn fressen. Eine Flucht ist aussichtslos. So schickt der Pfarrer ein Stoßgebet zum Himmel und betet, O Heiliger Geist, mache diese Löwen fromm. Dann fällt der Pfarrer in Ohnmacht. Als er wieder aufwacht, sitzen die drei Löwen um ihn herum und beten ganz fromm, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist auch hier und heute bei diesem Schützenfest weht. Und es mag ja auch sein, dass er in diesen Tagen ein wenig Verstärkung bekommt von diesem anderen Geist, ihr wisst schon. Auch dieser Geist darf und soll hier wehen, wenn wir miteinander als Christinnen und Christen fröhlich feiern. Und so wünsche ich uns allen ein schönes und gelungenes Fest, viel Freude und gute Begegnungen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Grußworte. Dann mache ich mein Programm weiter. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, nach dem ökumenischen Gottesdienst am gestrigen Samstag konnte unser Kassierer Bernd Marischen eine Spende in Höhe von 1.234,50 € für die Jugendarbeit in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Visbek an unseren Pfarrer Carsten Hilden überreichen. Im Anschluss wurde die Insignien bei den Kindern sowie bei den Erwachsenen ausgeschossen. Anschließend folgte die Formalausbildung, an dem 56 Mitglieder und einige Vorstandsmitglieder teilnahmen. Thorsten Kopp sprach zuerst die einheitliche Kleidung an, die auch immer in Ordnung sein muss. Und jeder Schütze sollte auf sein akkurates Auftreten achten. Danach ging es mit der Formalausbildung weiter. In zweier Reihen angetreten, Gleichschritt, Seitenausrichtung, Vorbeimarsch und so weiter wurden intensiv geübt. Und trotzdem kam der Spaß nicht zu kurz. Vielen Dank, Thorsten. Danach
wurde der neue Kinderkönig ermittelt, was in diesem Jahr Marie-Caroline Ansmann von der Kompanie Rubenbögen für sich entscheiden konnte. Aber dazu hören wir morgen mehr. In Anschluss gab unser General den stolzen Adler bei den Erwachsenen frei. Nachdem unser Vorjahreskönig André Scheele den ersten Schuss abgegeben hatte, kam wie in jedem Jahr Bernd Bischof von der Kompanie Bremer Tor auf den Schießstand und feuerte 8 Schuss ab. Um Punkt 19 Uhr betrat sein Kompaniechef Jens Bocklage den Schießstand und löste Bernd Bischof auf dem mittleren Schießstand ab. Exakt um 19.08 Uhr und mit dem 21. Schuss stürzte der Adler in die Tiefe. Mit Tränen in den Augen konnte Jens sein Glück kaum fassen. Denn in den Jahren zuvor war er schon zweimal Vizekönig geworden. Unter dem Jubel der Schützen und Gäste, insbesondere der Kompanie Bremer Tor, wurde der neue König auf den Schultern der Kameraden von der Festwiese ins Festzelt getragen. Eigentlich hatte ich 2 Personen angemeldet von der Bremer Tor. Maria Bahlmann hatte sich eine Woche zuvor beim Friseur auch bei mir angemeldet. Aber im jungen Alter hat sie wahrscheinlich Muffensausen bekommen. Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, verehrte Festteilnehmer, ich darf euch nun den neuen Schützenkönig als Jens der erste Bocklage vorstellen. Zur Königin erwählte er seine Ehefrau Nathalie, die er und seine Kompanie auf den Namen Nathalie die Stimmungsvolle getauft hat. Von dem Königspaar wurden in den Hofstaat berufen Marina und Peter Meinecke, Nicole und Rainer Simon, Cora und Andreas Bramlage, Sabine und Michael Marischen, Stefanie und Hendrik Fankmann, so Friederike und Ulrich Berns. Ich darf nun dem neuen Königspaar die Königsinsignien übergeben. Nach traditionellem Ritual und Brauch frage ich jetzt seine Majestät Jens. Jens, willst du das Schützenregiment ein Jahr zum Wohle des Vereins regieren? Ja. Übernimmst du alle Rechte und Pflichten, auch wenn es dir einmal schwerfallen sollte? Ja, mache ich. Bist du bereit, unseren Kinderkönig zu unterstützen und das Kinderfest zu fördern? Auf alle Fälle. Nun frage ich auch die neue Königin Nathalie, die Stimmungsvolle. Nathalie, bist du bereit, den König in seinem Amt zu unterstützen? Immer. Bist du bereit, seine Majestät immer zu empfangen, auch wenn er einmal verspätet vom Schützenfest nach Hause kommt? Selbstverständlich. Bist du bereit, unser Kinderfest als Königin zu fördern? Ja. Da ihr beiden euch verpflichtet habt, all eure Kraft in den Dienst des Schützenvereins zu stellen, darf ich euch zu eurer Königswürde beglückwünschen. Wir alle wünschen euch eine gute Regentschaft, ein erfolgreiches Regentschaftsjahr
und alles, was man so braucht, um glücklich zu regieren. Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, ich bitte euch, mit mir einzustimmen. Unser neues Königspaar und der gesamte Hofstaat, sie leben! Oh. Sie leben! Oh. Sie leben! Oh. Dankeschön. Thank you.
Thank you.
das Fleisch, die mobben mich hier. Warte, ich soll mir dir so ein L auf den linken Schuh schreiben. Das ist nur Lautsprecher. Ach so. Das ist nur Lautsprecher.